Und damit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge Super Amazing Wagon Adventure. Es ist sehr gut angekommen und heute dabei haben wir Crystal Beast, welcher sich unter der letzten Folge, wir haben wieder Tag 9, es ist mysteriös, welcher sich unter der letzten Folge gemeldet hat, um hier dabei zu sein, was ihr natürlich auch machen könnt. Und dabei haben wir noch The Snacks, ein privater Freund, welcher auch hier kommentiert hat. mit einem, der welcher vielleicht nicht auf das Video bezogen wird, aber dazu wird bestimmt noch was kommen demnächst. Oder im Livestream, welcher heute natürlich wieder um 15 Uhr losgehen wird. Ich habe ja gestern, wie gesagt, 16 Uhr, aber es wird 15 Uhr. Das haben wir mir schon vorgeschoben. So, und ansonsten haben wir noch Jess dabei, eine Projektmanagerin, eine Mitstreambar-Gründerin aus Streambar. So, wir tun die bösen Banditen hier mal abschlachten und ich dachte mir, ich könnte mal diese Folge ein bisschen erzählen, wovon dieses Spiel eigentlich handelt, weil ich habe ja die Texte ein bisschen, ja, vernachlässigt, wobei die auch sehr schwer zu lesen sind, weil sie halt echt viel zu langsam da sind und man sie nicht selbst gibt. Ah, wow, die wollte ich haben. Ja, alles klar, den juckt das nicht, wenn so eine Rakete kommt. Okay. Bitte sag nicht. Okay, das ist okay. Okay, bumm. Wie geht's denn da so gut? So, Crystal left the wagon to look for wild berries. Auf jeden Fall geht's darum, wie... ich weiß nicht. Ich werde das jetzt einblenden. Ich weiß nicht mehr, wer da wohin gezogen ist. Auf jeden Fall sind die in den Westen gezogen. Weil aus Gründen. So. Und dabei haben die dieses Abenteuer erlebt. So, okay, wow. Hier ist ein Fledermaus. Ist er in der Höhle bei Crystal? Und, oh, okay. Vielleicht nicht so gut zu handeln mit der Fledermaus. Komm mal näher, bitte. Nein. Ey. Okay, ist eh die letzte. Gott, dann, so. Na? Zum Glück hatten wir Rakete in der Höhle hier. Ich glaube, heute kommen wir weiter als letztes Mal. Da freue ich mich drauf. So, wir tun einen Fluss. Ne? So, Jess hat die brillante Idee, drüber zu springen. Was werden wir tun? Letzte Folge sind wir drüber gesprungen. Demnach würde ich sagen, wir schwimmen diesmal. Und mal schauen, was uns hier erwartet. Ja, gut. Das scheint so recht spannend, muss ich sagen. Oder sind ja Steine in diesem wunderbaren Fluss. Eieiei, haben wir sie? Und da sind noch mehr welche. Noch mehr. Okay. Müssen wir jetzt geschickt machen. Wow. Ah. So. Okay. Und noch mehr. Okay. Okay, das Spiel übertreibt gerne. Mal Buffalos. Mal mit Steinen im Fluss. Wow. Nein. Ach, verdammt. Au. Okay. Ich hab letztes Mal die Lücke verpasst. Ach komm. Ich will mal ESL sehen in dem Spiel, Leute. Das ist anstrengend, ja? Das ist schwerer, als es aussieht. So, da sind wir wieder in der Wüste oder in der Steppe oder was auch immer. Mit dem wunderschönen Buffalos. Okay. Jess bekommt Fieber. Das macht mich traurig. Die ist jetzt ein bisschen krank. Aber wir tun, wie so oft, einer großen Herde an Buffalos begegnen, welche uns hier den Weg versperren will. Das lassen wir nicht zu, Leute. Das lassen wir nicht zu. Okay, tut mir leid. Das lassen wir nicht zu. Das lassen wir gar nicht zu. Das gefällt uns nämlich nicht. Und es kommen noch mehr Buffalos. Aber wir werden sie niedermetzeln, ja? Denn wir sind Tierfreunde. So ist es. So ist es. So, um nochmal auf den Livestream zurückzukommen. Ich werde 15 Uhr online sein mit dem lieben Machimann wieder. Und wenn wir die 15 Viewer knacken, dann streamen wir mit Gasmaske. Und das wird ihr doch bestimmt sehen. Wir haben beide eine Gasmaske hier rumliegen, aus Gründen. Und die werden wir dann aufziehen, wenn wir 15 Viewer knacken. Dann wird Masi auch seine Facecam ein... Ne, die hat er, glaube ich, auch so Doppel-Facecam. Haben wir auch im Livestream. Also alles voll super. Das Ganze nicht auf meinem eigenen Kanal, sondern auf Streambar. Link in der Beschalafel-Reibung. Ja, der Beschaffele. Es tut mir leid, Jess. Das war ein recht dämlicher Fehler. Das war ein sehr, sehr dämlicher Fehler. Okay, dann haben wir jetzt nur noch Crystal und... Snacks hier. Okay, wir tun ja gerade ein ziemliches Massaker anrichten. Ein ziemlich großes Massaker. Da oben gefällt mir, was ich da... Aua, okay, ich lasse es. Okay. Okay, jetzt kommen die Angry... Buffalos, Crystal ist dead. Snacks ist nur noch da. Okay. Aber das gefällt mir. So, eine Sniper.
das gefällt mir auch. Aua. Okay, das gefällt mir nicht. So, wir kommen zu einem Fur-Trader. Wir haben jetzt etliche Tiere getötet. Wir müssen natürlich naturfreundlich. Oh, ein Revolver. Den kenne ich noch gar nicht. Finden wir mal heraus, was der kann. Heben wir noch ein bisschen was auf. Er ist ja noch alleine. Also seine Chancen stehen halt nicht so geil. Aber wir gehen mal davon aus, dass Snax hier den Shit macht, ja? Der kommt rüber zu, ich werde es wieder einblenden. So, okay, die Strecke brennt. Gefährlich, gefährlich für unseren lieben Snaggledino. Dino? Snaggledino, okay. Ah! Brennende Buffalos, okay. Das macht doch nicht Sinn, Leute. Aua. Das tut weh. Au, au, au. Au, au. Okay, die Sniper ist stark. Aber hat auch nur noch 6 Schuss. Okay. Okay, da kommt ein seltsamer Geruch von dem Camp. Will er es untersuchen? Ich wäre für nein. Er ist krank. Wie konnte das bloß passieren? Okay. Eine alte Pistole. Er nimmt sie auf. Okay. Die können wir dann wahrscheinlich gleich einsetzen, wenn die Sniper leer ist. Okay, er hört was aus dem Gras und das ist ein komischer Affe. Mhm. Es sind mehrere seltsame Affen, die irgendwie radioaktiv sind, glaube ich. Aua. Okay. Ein Monkey hat ihn umarmt, aber wir belassen es nicht dabei. Leute, wir belassen nicht dabei. Nicht dabei, ja. Wir sind nicht viel weiter gekommen als letztes Mal, deshalb werden wir jetzt noch ein Ründchen spielen. Und das wird super. Das wird ziemlich super. Ja, wir sagen einfach, wir haben alle wiederbelebt. So ist es. So, they set off into the forest. So, okay, Jess bekommt direkt mal Syphilis. Mysteriös. Mysteriös? Das ist ein guter Start, Leute. Das ist ein guter Start. Jetzt kommen wieder unsere Tiere, die wir schlachten, um ein bisschen was zu... Alles klar, erstes ein Stinktier. Den darf ich übrigens nicht reinfahren. Krieg ich Damage, weil Stinktiere einen töten. Ja, so ist das Leben. Ja, Leute. Stinktiere bringen euch um. Ah, hier. Nochmal hier für die Syphilis-kranke Jess. Ah, da kommen die Bandits. Die gehen mir ganz böse, Leute. Die gehen mir richtig böse. Hey. Ja, weg mit dir. Ah, ich kann ja auch zwei schießen, ne? Wo kriege ich noch das Pferd? Oh, nee, nicht bei dem. Warte. Hehe, da hab ich's. Ja, ja, die Felle brauche ich. Na? Aber ich glaube, das ist echt chilliger, wenn ich den einfach nur runterschieße. Ah, okay. 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 Okay, okay. Guter Start. Oh, Jess kriegt ihre Leben wieder voll. Wenn sie gesund wird, sowieso. Jetzt machen wir mit einem Schuss hier. Wrecked. Jetzt kommt die Machine Gun. Boom. Boom, wir hier mal zielen, Leute. Ja, easy. Easy. Ist so wichtig, abhängen hier. Ja, abhängen nicht, aber. Irgendwie bin ich. Irgendwie könnte ich ihn ja überholen, ne? Eigentlich könnte ich ihn überholen. Moment, ich probiere das gerne mal aus. Was passiert? Aua, er macht mir Damage. Okay, das war eine blöde Idee. Und dann... Ach, alles klar. Dann verpasse ich auch noch das Health Pack. Das nenne ich Pech. Okay. Ah. So. So. Wenn der sich move, dann ist das nochmal... So, okay. Jess ist wieder gesund. Von Syphilis. Und ist jetzt voller Kraft wieder dabei. So, okay. Snax findet ein paar Mushrooms. Und wie ich dich kenne, Snax, du Junkie, sammelst du die natürlich alle ein und schnüffelst erstmal richtig hart dran. Er isst einen. Und fühlt sich. Okay. 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 Das sieht nicht gut aus. Das. Okay. Okay. Also, Leute. Also, Shotgun. Bumm. 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 Da! So. Kannst Snax das überleben? Überlebenskünstler von letzter Runde? Das sieht kacke aus. Das sieht ziemlich schlecht aus für Snax. Zwei. Okay, okay, er gewinnt das. Er hat's gewonnen. Ah, okay, okay, wir sind verloren. Okay, eine Erinnerung. Also, okay. Okay, okay. Er wurde von seinen Halluzinationen umgebracht. Mysteriös. Wir sind noch zu zweit. Crystal und Jess. Also, Crystal hat die brillante Idee, über den Fluss zu springen. Das machen wir gerade mal.
Und auf die Felsen habe ich keine mehr so Bock. Oh, der springt. Ja, jawohl. Oh, ne, wir haben nur einen halben Weg gemacht. Das finde ich nicht gut. Wow. Ah, da habe ich nochmal schnell reagiert. Okay, dann müssen wir doch die Steine nochmal machen. Gefährliche Sache. Das war wohl das Risiko. Ah, okay, dann kommen wir noch besser als letztes Mal rüber hier. Alles klar, es trollt mich. Es trollt mich sowas von. Stupid Bolus. Das sind wir wieder bei unseren Buffalo-Freunden. Eine große Herde an Buffalos tut uns wieder begrüßen. Mit ihrem komischen... Ne, die haben gar keinen Mund, ne? Die können nicht lächeln. Mysteriöse Buffalos an der Stelle. Ja, ja. Aber mittlerweile habe ich es schon im Griff. Diese Buffalo-Herde. Okay, da kommt... ja, genau. Genau. Alles wird besser, wenn man es achtmal schreibt. Dann handeln wir diese Buffalo-Herde. Die wird ja irgendwie eigentlich immer leichter. Es werden immer mehr, aber die werden halt langsamer. Und das macht das halt viel leichter. Bis auf die Angry Buffalos. Und vor allem die brennenden Angry Buffalos. Wobei ich, glaube ich, da keinen Unterschied merke. Außer, dass manchmal die Strecke brennt. Aber ist okay. Nicht wahr? Denn wer mag keine brennenden Buffalos? Alle mögen brennende Buffalos. Gibt es zu. Brennende Buffalos sind großartig. Ah, okay, ich war gerade ein bisschen von AFK. Das nehme ich mir gerne. Aua, okay, ich hab ge... Oh, ah, okay. Sieht nicht gut aus. Sieht ziemlich böse aus. Da ist ein schöner Fur Trader, von dem gönnen wir uns ein bisschen Leben. Warum kann ich nicht so ein Fur Trader sein? So mega praktisch. Wir haben alles mitgenommen. Naja, haben wir nicht. Wir haben einfach nur einen scheiß Buffalo. Oh, wow, okay. Wofür habe ich den gerade gekauft? Okay, hier ist gerade ein bisschen was am... Aua? Au, das bedeutet Krieg. Okay. Au, okay, das tut weh, Leute. Und man macht Bumm. Genau, so gefällt mir das. Ja, genau. Ich will mich ja nicht einmischen, aber, make love, not war. Genau. So ist es. Sagt er und läuft mit seinem Raketenwerfer hier rum. Aber gut, ich will keinen Stress. Ich will einfach nur reisen in den Westen. Nach Hause. Nee, weg von zu Hause. In mein neues Zuhause. So. Ein Unicorn. The front wheel. Oh. Okay. Das ist ein bisschen am Arsch. Und Jazz. Schaut mal auf dem Wheel. Okay. Ich glaube, wir hatten gerade Glück mit dem Raketenwerfer gehabt zu haben. Und bekommen jetzt auch nochmal sowas. Okay. Mhm. Wir haben uns gegönnt. Okay. Jetzt haben wir... Okay, das zweite Rad wurde von diesen bösen Banditen gestohlen. Anscheinend. Und jetzt muss ich es auch... Okay, Jess ist tot. Aber es ist in Ordnung, denn wir haben noch Crystal. Und Crystal macht das, ja? Crystal ist nämlich ein blaues Pikachu. Den roten Augen. Jetzt geht das wieder los. Ein blaues Pikachu mit roten Augen. Und wie wir alle wissen, sind blaue Pikachus mit roten Augen perfekt. Ausgelegt für den Kampf. Und jetzt tun wir das zweite Rad noch einsammeln. Ah, da sind wir wieder. Müsste das zweite Rad nicht hier sein wieder? Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin echt low. Okay. Versteht ihr? Ich auch nicht. Man möge sich in den Kommentaren erheben, um nächstes Mal mitzumachen. Link in der Beschreibung für den Livestream. Ihr müsst dabei sein, Leute. Ihr müsst dabei sein. 15 Viewer Gasmask Stream, so ist es. Dann, ciao.